Hallo und herzlich willkommen zum dritten Rennen der Gaming-Anstalt Fantasy League. Ich bin wieder euer Kommentator Robin Ide. Und eine kleine Überraschung, wir fahren Südafrika, Kialami und das nachts. Ich habe mir das überlegt, da ich ja die Streckenversion auch mit halt mit Leuch mit den ganzen Leuchten habe, dass ich doch ein Nachtrennen in der Saison machen werde, und Kialami ist eine schöne Strecke und ich denke mal, nachts kann man die auch sehr schön fahren. Ja, nach dem zweiten Rennen haben wir jetzt zwei WM-Führende, Heinz-Harald Frentzen und Dan Weldon. Genauso zwei Führende in der Konstrukteurs-WM. Zum einen den Benetton und den Footwork. Ja, die Tabellen blende ich euch hier mal kurz ein von der Konstrukteurs-WM und von der Fahrer-WM. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch die Startausstellung durch. So, haben wir hier einmal hier so. Also, von der Pole startet der Williams-Pilot Joe Alesi auf Platz 2, dann Ricardo Zonta im Footwork, schon eine gute Ausgangsposition. Auf Platz 3 dann der Sauber von Villeneuve, Vierter der Minardi von Wurz, Fünfter der Ferrari von Burti, dann kommt auch Hill schon im Ferrari, Siebter Barrichello, Achter ist Mailänder, Neunter David Coulthard, Zehnter JJ Leto, Elfter Greg Moore, Zwölfter Gerhard Berger, 13. ist Häkkinen, 14. Heinz-Harald Frentzen, 15. Katayama, 16. Wellen. Die momentan WM-Führenden müssen sich natürlich ganz schön nach vorne kämpfen. Das wird auf jeden Fall spannend. So, auf Platz 17 dann Fisichella. Auf Platz 18 Trulli. Auf Platz 19 Nick Heidfeld. Auf Platz 20 Schumacher. 21. Weber. Und 22. Fittipaldi. Hier werden 30 Runden gefahren. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch schon ins Renngeschehen. Schalten nach vorne zu dem Pole-Setter Joe Alesi. Und die Ampeln gehen an und los geht der große Preis von Kialami. Und wer kommt hier am besten weg? Und da kann schon der Footwork außen angreifen, ist auch momentan vorne und ja, hat sich von Platz 2 auf Platz 1 geschoben. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Rennen, glaube ich, gesehen. Auf jeden Fall in Brasilien war es so. Jetzt haben wir hier einen Kampf. Platz 3. Oh, da verliert er viele Plätze. Oh, nee, kann noch retten. Ich dachte gerade, jetzt kommt einer nach dem anderen vorbei. Verliert aber nur einen Platz im Sauber. Also jetzt auf 3 Wurz. Fünfter ist Hill. Konnte seinen Platz behaupten. Barrichello hat sich in die Punkte geschoben. Und da sind auch schon die McLarens. Die sind von 12 und 14 gestartet, glaube ich, da in den Dreh. Und können jetzt hier vorne schon mitmischen. Und alle gut durchgekommen. Schumacher auf dem 22. Der momentan in der WM schon Punkte hat, aber eher im Mittelfeld ist. So, und da, oh, da gab es auch schon den Dreher. Da gucken wir mal. Das war ein Jordan Trulli. Da ist noch alles dran, aber wir gucken mal, wie das passiert ist. Haben wir hier die Onboard. Und ja, einfach zu hart den Curb mitgenommen, dann beschleunigt. Aber alles gut gegangen. Von daher kann auch weiterfahren. So, jetzt haben wir es. Zonta auf 1. Zweiter Alesi. Dritter Wurz. Vierter Villeneuve. Fünfter Hill. Auf Platz 6 dann Barrichello. Platz 7 auch schon Häkkinen. Achter Burti. Neunter Mailänder. Zehnter Moore. Elfter Coulthard. Zwölfter Berger. 13. Frentzen. 14. Leto. 15. Fisichella. 16. Weber, der jetzt. Nee, passt nicht. 17. ist Katayama. Heidfeld kämpft hier gerade um Platz 18. Mit Fittipaldi, aber oh, Fittipaldi ist jetzt auf 18. 19. ist Heidfeld, 20. Schumacher, 21. Wellen und Platz 22 Trulli. So, Runde 2 beendet. Schnellste Runde, Zonta.
der hier ganz fix unterwegs ist. Konnte auch schon 2,4 Sekunden Abstand machen. Und Alesi ist auf Platz 3 zurückgefallen, wurde jetzt Zweiter. Ja, die ersten 5 machen gerade riesigen Abstand zu dem restlichen Feld. Gehen wir hier mal onboard mit bei Hill. Oh, ein bisschen gerutscht. Ja, der Straßenbelag ist nicht der beste. Hier hat man auch schon gesehen, die Risse im Belag, im Asphalt. Aber damit müssen die Fahrer auskommen. Mal sehen, wie gut sie es auch schaffen. Und jetzt in nicht zu hart den Körper. Nee. Oh. Da rutscht er natürlich. Jetzt vielleicht. Oh, und da schießt er den sauber ab. Kann sich selber dann noch retten. Und Häkkinen jetzt auf 5. Wie ist denn der? Jetzt gucken wir nochmal aus Villeneuves Sicht. Hier sehen wir das nochmal. Dann kriegt er einen Stoß mit. Ja, und da ist nichts mehr zu retten. Und ja, Häkkinen auf dem Weg zu der Spitze. Der doch stark im Mittelfeld gestartet ist. Aber jetzt hier um Platz 4 kämpft mit Hill. McLaren gegen Ferrari. Ja, reicht noch nicht. Kommt aber besser durch die Kurve. Kann sich da richtig schön ransetzen. Dann sehen wir das mal. Ja, und ich finde, das sieht echt schön aus mit den Lichtern. Und dieses Dunkel wieder hell. Ja, und das ist natürlich auch eine Herausforderung auf diesem kalten Belag. Oh, da rutscht der Häkkinen doch ordentlich. Und ja, wie gesagt, das ist eine Herausforderung für die Fahrer. Ich glaube, das ist nicht schlechtes für die. Jetzt haben wir doch da. Platz 7 ist Coulthard. Auf Platz 8 ist Burti. Schumacher ist schon wieder komplett zurückgefallen. Wellen auf 20. Oh! Was war da denn? Oh, ein. Oh, da. Nee. Da jetzt. Da können wir nochmal gucken. Jetzt müsste es kommen. Ah, da gab es die Berührung. Oh, zum Glück ist da nichts kaputt gegangen. Das wäre natürlich jetzt fatal gewesen. So. Und da verliert der mit WM-Führende auch einige Plätze. Und jetzt ist der andere WM-Führende vor ihm sogar. Auf 18 und auf 19. Das sind keine Punkte. Das heißt, sie müssen sich da noch ordentlich nach vorne kämpfen. So. Da sehen wir einen Dreikampf. Williams gegen Ligier. Der Heidfeld ist da im Ligier Sandwich. Aber hat bisschen Abstand nach hinten, bisschen Abstand nach vorne. Ja. Und da. Oh, da geht's ordentlich zur Sache. Ja, jetzt mal nach vorne schalten. Der orientiert sich auch eher nach vorne anstatt nach hinten, wenn wir das mal so sehen. Hier schön im Mittelfeld des ganzen Kampfes und da wird er überholt. Da hat Heidfeld die Kurve eindeutig besser erwischt und da wird er blockiert. Oh, vom Ferrari-Piloten. Da haben wir gesehen, der musste vom Gas gehen. Jetzt aber innen versucht das. Oh, rutscht ein bisschen, aber ist vorbei. Zieht vorbei an Ferrari-Piloten, an den Ferrari-Piloten. Oder oh, Heidfeld rutscht ein bisschen. Oh, gefährlich. Was war das denn? Konnte der nicht zurück auf die Strecke oder? Oh, da gab es einen Dreher sogar.
Okay. So, 6 Runden sind vergangen. Zonta führt immer noch. Auf Platz 2 ist Wurz. Dritter Hill. Vierter Alesi mittlerweile. Er verliert immer mehr Plätze. Auf Platz 5 Barrichello. Sechster Mailänder. Siebter Kultart. Achter Villeneuve. Neunter Moor. Achter Villeneuve. Siebter Kultart. Ja, das sah gerade so komisch aus. Zehnter Leto. Elfter Heidfeld. Zwölfter Fisichella. 13. Boti. 14. Berger. 15. Wellen. 16. Webber, 17. Fittipaldi, 18. Katayama, 19. Schumacher, 20. Trulli, 21. Frentzen, Platz 22. Säkkinen. Der musste in die Box, warum? Ah, Frontflügel war weg. Ah, das ist natürlich bitter für den McLaren-Piloten. Wollen wir mal eben kurz gucken, was denn da passiert ist, weil der war ja in den Punkten unterwegs. Hatte so einen super Start hingelegt. Ganz kurz gucken, ja. Das muss ja hier irgendwo passiert sein. Ah. Oh! Hui! Überschlag! Eieiei! Zum Glück ist der Wagen nicht kaputt gegangen. Aber das Rennen geht weiter für ihn. Jetzt muss er Schadensbegrenzung betreiben. Nach so einer Superposi. Frenzen nur auf 21. Und der Weldon ist hier auf 3, nee, auf 14 unterwegs. Auf dem Weg in die Punkte. Wenn er nur einen Punkt holt, wäre er WM-Führender. Es sei denn, der Trulli und der Mailänder holen halt weniger als 5 Punkte. Da ist der Mailänder, der würde momentan 2 kriegen. Auf diese Keller nicht in den Punkten. So, dann gucken wir mal. Auf Platz 10 ist der Mur. 9. ist Heidfeld. Heidfeld vielleicht heute Punkte. Wissen wir noch nicht. Kann aber gut passieren. Ja, die nehmen sehr weit in die Kurven. Also, da sind sie doch schon eher im Gras als auf dem Curb. Da nach hinten ein bisschen Abstand, da rutscht ein bisschen. Da kann der Mo aufholen. Oh, da wollte ich nicht hin. Da. Villeneuve hat da eine riesen Lücke nach vorne. Also da ist der siebte, dann kommt der letzte Punkteplatz Barrichello und dann wieder ein weiter Vorsprung nach vorne. Mailänder auf 5, jetzt hier gegen Alesi. Mal schauen. Oh! Und das hat sie ihm jetzt versaut, Mailänder. Da wird er jetzt nicht angreifen können, viel zu weit weg. Hat er jetzt über eine Sekunde verloren. Oh, aber wie sieht das vom Verfolg aus? Minardi. Minardi bisher nur mit 2 Punkten, die von Wurz auch geholt wurden im letzten Rennen. So, und jetzt auf Platz 2 hier wären 6 Punkte, würde er Achter sein. Also 8 Punkte haben, wäre dementsprechend Dritter momentan. Beziehungsweise Vierter, da Zonta 10 Punkte sammeln würde. Jetzt gehen wir hier nach hinten nochmal. Da kommt vielleicht gleich der Angriff da. Auf Alesi. Unser Pole-Setter nur noch auf A4. Kann vielleicht mit dem Boxenstopp noch was rausholen. Aber da wieder gerutscht. Also der Wurz holt ordentlich auf Zonta auf. Aber die hinter ihm sind auch nah dran. Also hier in der Spitze geht es heiß her. Zonta kann das noch so ein bisschen halten, den Abstand. Da 2 Zehntel wieder gut gemacht. Mal schauen. Also
diese Risse im Asphalt. Und da merkt man auch, da wird es halt huckelig für den Wagen. Also da ist auch Gripverlust natürlich dann da. Und das müssen jetzt die Fahrer natürlich managen. Hier, da sieht man es wieder. Oder, ui. Bisschen gerutscht, ging aber. So, nach hinten noch ein bisschen Luft. Ist nicht zu hart hier durch die letzten Curbs. Und, oh, aber beide rutschen. Da hat keiner so wirklich gewonnen. Ah, konnte wieder ein Zehntel aufholen über die Runde gesehen, nachdem er ja am ersten Sektor 2 Zehntel verloren hatte. Tja. Ah, 11 Runden sind jetzt vergangen. 3 Zehntel nur noch. Gucken wir natürlich mal vom Führenden aus zu. Der Footwork Errors. Dieser Heckflügel auf dem Heckflügel scheint keine schlechte Idee vom Designer gewesen zu sein. Weil letztes Rennen gewonnen. Hier sind sie gerade auf 1 unterwegs. Sie würden damit auf jeden Fall die WM-Führung in der Konstrukteursrettung übernehmen. Frage ist nur, ob der Boxenstopp ist dann auch nochmal eine Frage. Ah, kann er wieder gut Abstand machen? Ja, wieder 5. Na, eine Sekunde sogar jetzt. So. Jetzt gucken wir nochmal, was hier los ist. Auf jeden Fall auf 1 ist Zonta. Zweiter ist Wurz. Dritter Hill. Vierter Alesi. Fünfter ist Mailänder. Sechster Barrichello, der hier. Ja, Abstand nach hinten, Respektabstand nach hinten, Respektabstand nach vorne. Er fährt erstmal nur so für sich. Das ist so Sekunde nach hinten, Sekunde nach vorne. Das ist respektabler Abstand. So, auf Platz 7 dann Kultart. 8. Villeneuve im Sauber. 9. ist Heidfeld. 10. ist Leto. 11. ist Moore. 12. Weldon. Kann er sich vielleicht noch in die Punkte fahren? Mal schauen. 13. ist Berger. 14. Fittipaldi. 15. Webber. 16. Schumacher. 17. Fisichella. 18. Katayama. 19. Burti. 20. Frenzen. 21. Trulli. Und Häkkinen weit abgeschlagen auf Platz 22. Wir können hier ja einmal kurz gucken. Da sehen wir das. 40 Sekunden zum Vorletzten. Also hier ist es eigentlich nur noch Erfahrung sammeln fürs nächste Rennen. Gucken, was der Wagen kann, wie er sich auf der Strecke anfühlt. So, dann gehen wir wieder. Gucken wir mal, hier wird spannend. Schnellste Runde Schumacher. Der doch relativ weit hinten ist. So. Platz 9. Heidfeld. Kommt es jetzt mit dem Kanadier Moore zu tun? Platz 11 mittlerweile Weldon. Hat er noch ein paar Fahrer vor sich, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Fahren wir jetzt erstmal onboard mit ihm mit, gucken, ob er jetzt hier schnell aufholen kann. Eventuell eine Überholmanöver starten kann. Aber es scheint nicht schlecht gewesen zu sein. Hat er sogar noch gewonnen. Eine halbe Zehntel. Hat er jetzt wieder eine Zehntel verloren? Jetzt müssen noch bald die Boxenstops anfangen.
da war einer doch ohne Frontflügel, habe ich das gerade richtig gesehen? Ein Ferrari. Nee. Doch nicht. Sah so aus, oder? Oh. Sah tatsächlich nur so aus. Oh, Zahn sah immer noch auf 1. Wurz folgt ihm immer noch. Das bleibt hier momentan so stehen in den Punkten. Aber da haben ordentlich Leute aufgeholt. Bis Platz 8 und alle rangefahren. So, und jetzt wird es hier langsam interessant, weil sie sich doch sehr nahe kommen. Die drei. Und Leto will auch noch mal ein Wörtchen sprechen. Das Tyrrell Team ist momentan auch das einzige Team ohne Punkte. Jetzt im dritten Rennen hier vielleicht mal einen Punkt mitzunehmen wäre gar nicht schlecht. Um irgendwie hier an dran zu bleiben. Was die Hälfte des Rennens haben wir. Oh, ne. Haben wir gleich. Gucken. Fährt jemand in die Box? Sieht nicht danach aus. Oder Owen gegen Moore. Hat nicht funktioniert. Und Physikeller mit der schnellsten Runde. Wo ist denn der Herr Physikeller? Das könnte er hier sein. Ne, das ist Berger. Das ist auf 17. Ne, 18. Und mal schauen, was da jetzt abgeht. Jetzt innen. Ah, wenig Platz. Das bleibt auf der inneren Linie, zieht zurück. Versucht jetzt vielleicht besser raus zu beschleunigen. Funktioniert nicht. So, dann gehen wir nach vorne gucken. Wann kommt der erst in die Box? Das ist natürlich jetzt die Frage. Jetzt noch 3 Kurven, dann sind wir wieder auf Start und Ziel. Oder nur 2 Kurven, dann sind wir in der Box. So, nehmen wir gleich die andere Kamera, um zu gucken. Hier. Noch fährt keiner in die Box. Oder weit ausgeritten der Jordan. Aber alles gut. So, jetzt gucken wir mal. So, der Topspeed Leto am meisten. Da. Physikal momentan mit der schnellsten Runde ganz knapp vor Schumacher, dann Katayama, Burti, Zonta. Wer hat somit die langsamste Runde? Alesi, der Pole-Setter. Das Rennen scheint nicht sein für seinen Wagen bestimmt zu sein. Schnell ist er nicht unterwegs. So, kommt jetzt jemand an die Box hier. Boxenstops müssten gleich beginnen. Oh! Dreher! Geht jetzt auf 6 und verliert auch noch den 6. Platz. Jetzt 6. Coulthard. Jetzt zählen nur noch auf 8. Und da kommen sie. Und da kommt auch der WM-Mitführende. Versucht sich am McLaren vorbeizuschieben. Ist jetzt auf Platz 10. Ja, ist vorbei. Und jetzt die beiden da. Oder ist auf Platz 9. So, jetzt hat das nicht mehr weit in die Punkte. Also es hat noch kein... Doch, ein Team hat es bisher geschafft, mit beiden Fahrern Punkte zu sammeln. Und das ist Ligier. Ja. Genau. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Wenn jetzt... Oh, weiter Abstand. Bis auf Platz 3... 4. Mailänder, 5. bei Yellow. Nicht sehr gut, aber hier. Starkes Rennen von Weldon jetzt schon. Beziehungsweise heißt jetzt schon. Das Rennen ist bald vorbei. Da ist noch keiner in eine Box reingefahren. Gucken wir mal.
Fährt da noch einer in die Box? Momentan nicht. Da ist aber ein Ferrari jetzt. Ohne Frontflügel. Oh, was ist da denn passiert? Oh. Bitter für Ferrari. Ganz bitter für Ferrari. Das Rennen ist erstmal gelaufen für die. Ferrari hatte keinen guten Saisonstart. Hat bisher auch nur einen Punkt. Das ist nicht das, was sie sich erhofft haben. Nur noch 17. Trudi, 18. 19. Schumacher, 18. hier jetzt. So, gucken wir mal. Wird jetzt hier der Box zu getreten? Immer noch nicht. Doch jetzt! Wurz fährt an die Box. Versucht vielleicht auf den Undercut gegen Zonta. Fährt da noch einer an die Box? Nee. Sonntag versucht eine abwegige Strategie. Wahrscheinlich eine Runde früher. Einfach den Undercut. Er kam hinter Zonta nicht mehr weit. So. Zweiter Alesi momentan. Dritter Mailänder. Na, vier wollte ich. Vierter Barrichello. Fünfter Coulthard. Sechster Neuf. Siebter Heidfeld. Achter Fittipaldi. Neunter Weldon. Und da. Was da für ein Haufen fährt. Gucken wir uns das von Katayamas Sicht aus an, was sich jetzt gerade beruhigt. Jetzt eher hinterher fährt. Und jetzt wollen wir es wissen. Geht der Führende an die Box? Reagiert er auf diesen Undercut von Minardi? Ja, er reagiert drauf. Er fährt jetzt rein. So. Und wo ist der Minardi von Zonta? Jetzt gehen einige an die Box, ja. Oh! Wir gucken. Da. Wurz. Kann er an Zonta vorbeigehen? Zonta scheint noch zu stehen. Oder ist es Weldon? Jetzt nach vorne. Ne, Zonta ist schon raus. Und da lese ich auch. Mailänder ist auch vor ihm. Wurz hat Position dadurch verloren. Es war ein Fehler. Boti kommt da. Und Häkkinen auch weit abgeschlagen. Heidfeld momentan erster. Entschuldigung. Der wird jetzt aber auch an die Box fahren. Mal sehen, wie viele Positionen er gewinnt oder auch verliert. Er war auf Platz 9 unterwegs ungefähr. Ich glaube, das war sogar... Nee, es war 8. Position 8 müsste das gewesen sein, wo er war. So. Heidfeld steht. Da kommt ein Ferrari. Der fährt noch nicht an die Box. Wo ist Zonta? Da ist Zonta. Ja. Und Heidfeld muss eh warten. Fährt jetzt raus. Oh. So, erster damit erstmal Hill, dann Zonta auf 2. Dritter Alesi. Genau, dritter Alesi. Burti mit der schnellsten Runde. Vierter Wurz, der wäre momentan dritter. Wenn wir es richtig sehen, weil der Hill wird jetzt ja gleich an die Box kommen. Okay, einmal mitfahren. Ja, also fahren alle einen sehr langen Stint und danach einen sehr kurzen, mit wenig Benzin dann. War wohl... beste Strategie hier, da waren sich wohl die Teams sehr einig. Tja, ja, und jetzt fährt er an die Box. Und da hinten kommt gleich schon Zonta. Genau, da ist er schon.
Der wird jetzt wieder Position 1 übernehmen. Aber Alesi hat sich schon auf Position 2 durch seinen Boxenstopp zurückgekämpft. Er musste ja den ersten Platz gleich in den ersten zwei Kurven abgeben an Ricardo Zonta. So. Dritter Barrichello jetzt. Vierter Wurz. Fünfter Mailänder. Sechster Coulthard. Auf Platz 7 haben wir Villeneuve. Achter Fittipaldi. Neunter Wellen. Zehnter Trulli. Elfter Heidfeld. Zwölfter Hill. 13. Schumacher, 14. Burti, 15. Berger, 16. Mo, 17. Katayama, 18. Frenzen, 19. Fisichella, 20. Leto, 21. Weber und auf Platz 22 Häkkinen. Der da auch einen krummen Heckflügel hat. Ja, da sehen wir es. Der sieht nicht mehr in Ordnung aus. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier in die hinteren Punkte. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal hier bei Weldon. Der näher an den Punkten dran ist als Frenzen. Aber viel Zeit bleibt ihm auch nicht mehr, um da noch hinzufahren. Zieht er raus? Nein, er lässt es erstmal. Oh, hat jetzt ein bisschen mehr als 3/10. Auf Villeneuve muss da jetzt aufholen. Kann ja auch vielleicht hier an seiner Lieblingsstelle gleich überholen. Nee, das reicht nicht. Ja, Villeneuve kann gut den Abstand halten. Wobei er jetzt scheint zu verlieren. Also in den Kurven scheint er langsamer zu sein. Aber das ist auch nur so ein minimaler Unterschied zwischen denen. Und wenn da vorne einer einen Fehler macht, das könnte Weldons Chance sein. Aber da macht keiner einen Fehler. Oh doch, Villeneuve macht den Fehler. Jetzt wollen wir mal gucken. Er muss zurückziehen, Trulli. Und jetzt der Dreikampf. Und außen geht Trulli vorbei an Weldon. Das wird ihm jetzt gar nicht passen. Gucken wir mal nach vorne. Da ist der andere. Footwork Arrows. Hier ist gerade so alles so ein bisschen mit Abstand zu genießen. Und Tyrrell ganz nah an den Punkten. Die könnten ihren ersten Punkt holen. Viele Runden sind es nicht mehr, wie gesagt. Aber viel Abstand ist da auch nicht. So, und jetzt gibt der Jordan richtig Gas. Der sich da jetzt auf Platz 8 gekämpft hat. Wir nehmen mal zu. Der fährt da richtig am Limit. Habe ich mich gerade so ein bisschen erschrocken, weil dieser links und rechts, ich dachte, der verliert jetzt den Wagen. Bremst doch sehr spät. Also die haben auf jeden Fall genug getankt, würde ich mal sagen. Sonst würde er nicht so spät bremsen und so früh aufs Gas. Und da jetzt kommt Platz 7 erobert. Jetzt keinen Fehler machen. Oh, ein bisschen gerutscht. Zieht jetzt der Leto, zieht jetzt nach innen, bringt ihn aber nichts. So. Jetzt wird es interessant hier. Die letzten Runden brechen an.
Wir gehen jetzt noch einmal die Reihenfolge durch, bevor wir zum Endspurt gehen. Auf Platz 1 Zonta, 2. ist Alesi, 3. Barrichello, 4. Wurz, 5. Mailänder, 6. Kultart, 7. Trulli, 8. Fittipaldi, 9. Villeneuve, 10. Weldon, 11. Heidfeld, 12. Schumacher, 13. Burti, 14. Katayama, 15. Hill, 16. Moore, 17. Frenzen, 18. Fisichella, 19. ist Webber, vielleicht. Oder ist es doch der Leto? Ne, Webber. Damit Leto auf 20, auf 21 ist Berger und auf Platz 22 ist Häkkinen. So, und dann gehen wir jetzt hier nach hinten. Trulli ist vorbei. Da müssen wir noch mal eben gucken. Hier ist es passiert. Ja, da, der hat da einfach besser beschleunigt. Oder ist besser durchgekommen. So, jetzt will er sich Platz 5 schnappen. Der ist hier auf einer Mission in den letzten Runden. Kann er jetzt vorbeiziehen gleich? 1,5 Zehntel noch. Könnte jetzt vielleicht zum Angriff wagen. Gucken mal auf Platz 5 hier. Und da in geht vorbei. 5. Trulli jetzt. Und da, oh, das war's für Weldon. Ja, da dreht er sich auch. Oh, oh, und da dreht sich der nächste. Schade für Weldon. Ich meine, Punkte wären es wahrscheinlich nicht mehr gewonnen. Ehre, wem Ehre gebührt. Gehen wir zu dem anderen Footwork, der hier jetzt seine letzte Runde bestreitet. Und eine halbe Sekunde Abstand nach hinten hat. Das wird er wohl packen. Und wir sehen mal wieder, vom Platz 2 zu starten ist einfach besser. Mit den Wagen anscheinend. Es ist jetzt im letzten Rennen mit Weldon passiert. Der ist auch von 2 gestartet auf 1 vorgefahren. Hat das Rennen souverän angeführt und hat das auch gewonnen. So, hier wurde es ein bisschen knapper. Aber letztendlich konnte Zonta diese Führung halten. Und fährt jetzt auf einen guten Sieg das alles heraus. Glückwunsch an Footwork, erstmal an den Sieg und die Führung in der Konstrukteurs-WM. Jetzt 20 Punkte haben. Zonta damit jetzt erster. 2. ist Alesi. Damit auch nochmal 6 Punkte für Williams, die sich dann auf Platz 3 ungefähr schieben. Genaueres werde ich euch jetzt einblenden. So sieht's dann momentan in der Team-WM aus. Und ja, nach 2 Siegen jetzt für Footwork werden wir gucken, dass wir im nächsten Rennen das erste Mal einen Teamchef zum Interview holen können. Und dann schauen wir mal, was der zu diesen besonderen Leistungen zu sagen hat. Somit wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns zum nächsten Rennen. Ciao, ciao.